Ice Cube ist der größte Teilchendetektor der Welt und ist gebaut worden, um Neutrinos nachzuweisen. Und da Neutrinos so schwer nachzuweisen sind, weil die nur so selten wechselwirken, braucht man ein sehr großes Detektorvolumen. Und das ist sehr schwierig, einen großen Detektor zu bauen. Deswegen benutzen wir ein natürliches Medium, nämlich das Eis am Südpol als Detektor. Wir haben einen Kubikkilometer Eis mit Lichtsensoren ausgestattet. Ein Kubikkilometer, das sind ungefähr 400.000 olympische Schwimmbäder, gefrorene Schwimmbäder. Und da drin sind 5.000 Lichtsensoren eingebaut worden. Und damit können wir diese ganz seltene Neutrino-Wechselwirkung messen in Form von Lichtspuren, die die Teilchen dann im Eis hinterlassen.